Sini macht Auge. 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 Sini macht Auge. Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe Sini macht Auge, mein Reaction-Channel auf alles Mögliche. Ich habe beschlossen, mich mal in dieses Game mit einzuklinken, einfach mal seine Bauchgefühle sprechen zu lassen, den ersten Impuls sozusagen auf euch loszulassen. Ich werde mir irgendwas anschauen. Okay, ich habe schon direkt gelogen. Das, was ich euch heute zeige, habe ich schon gehört, habe ich natürlich schon irgendwo verarbeitet. Aber nichtsdestotrotz geht es hierbei darum, einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich ungefiltert auf etwas reagiere. Ja, was kommt dabei raus? Das ist für mich auch ein kleines Experiment. Kann eigentlich nur schief gehen in der heutigen Zeit. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, wenn das sowieso alle möglichen machen und dann auch im Übrigen auf meinen Content, den ich über eine Woche lang recherchiere, ausarbeite und so weiter, wenn die da mit ihren Reactions und so Bauchgefühlen draufhämmern, dann kann ich das auch. Heute soll es mal losgehen mit macht gar kein Auge, heute macht Sini Ohren. Und zwar geht's um den Podcast von Jan Böhmermann, den er zusammen mit Olli Schulz macht, Fest und Flauschig. Und da ist mir letztens was aufgefallen, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin schon wieder süffisant am Grinsen, das heißt, mir wird man gleich wieder Schadenfreude unterstellen, so ist es nicht. Wir gucken mal ganz kurz. Es geht um die Folge Boomer Cringe 5. Der Name Boomer Cringe, das haben die irgendwann mal, hat sich das so entwickelt, und 5 steht immer für die 5. Kalenderwoche. Und da gab es zum Ende der Folge einen interessanten Schlagabtausch. Ich würde sagen, Olli Schulz hat Jan Böhmermann hier einen richtig harten Einlauf verpasst. Man muss ein bisschen Hintergründe kennen. Ich mache zwischendurch mal Pause. Wir hören einfach mal rein, das Gespräch. Also es hat keinen richtigen Anfang. Irgendwann eskaliert das einfach. Ich versuche jetzt einfach in diese Eskalationsstufe reinzuskippen. Irgendwie wird das weitergemacht und das funktioniert offensichtlich, und ich weiß auch gar nicht, ich weiß wirklich nicht, wer es geil findet. Aber da reden sie irgendwie über, ich glaube, Deutschland sucht den Superstar und Dieter Bohlen. Ist für mich ein großer Müde. Du dürftest das nicht mehr sagen jetzt, wo mit deiner bisschen neuen, sag ich mal, Ausrichtung im Fernsehen, dass du Louis C.K. noch gut findest, ne? Das dürftest, musst jetzt dreimal sagen, und auch so Typen wie Ricky Gervais, die du jahrelang angehimmelt hast. Ich finde, oder so, wir haben uns so viele Links zugeschickt, auch privat über Louis C.K., aber das würden dir vielleicht deine Leute jetzt übel nehmen, wenn du denen noch was Gutes zusprichst, weil es gerade so ein bisschen cool ist. Okay, also, Olli Schulz sagt zwei Sachen im Prinzip. Ja, du dürftest im Prinzip jetzt nicht mehr sagen, dass du Louis C.K. oder Ricky Gervais noch cool findest. Also für diejenigen, die es nicht wissen, das sind beides Comedians, schon die etwas härtere Sorte, böserer Humor, packen auch gesellschaftliche Themen gerne mal an. Und Louis C.K. hatte auch einen kleinen Skandal, da gehen wir gleich nochmal rein, aber Olli Schulz versucht jetzt hier den Jan so ein bisschen aus der Reserve zu locken, das schafft er auch sehr gut. Wir hören mal weiter. Nein, so alle Weißen schlecht zu machen, oder? Ich sag dir ganz ehrlich. Ist das ein bisschen nur Image? Nee, ich sag dir ganz ehrlich, mich lass mich mal ganz ausredende Frage stellen. Bist du vielleicht so ein bisschen wie der Kai Pflaume der Politik, der ich so einschleimen will und immer genau das Richtige gerade sagen will, damit er richtig dasteht? Weil das ist auch cool. Olli Schulz sagt, lass mich mal ausreden, und man merkt schon, Jan Böhmermann ist total genervt. Ja, ich weiß sowieso schon, was du sagen willst und so. Also im Prinzip, das ist interessant. Also er weiß schon ungefähr, was kommt. Ich finde es eben krass, dass das on air gegangen ist. Wir hören mal weiter. Die Sachen, die du mal gut findest, sind ganz schnell scheiße, weil der Zeitgeist das irgendwie hergibt. Und irgendwie finde ich das ein bisschen verlogen von dir. Nee, das fand ich auch einen krassen Move von Olli Schulz, ihm im Podcast, in ihrem privaten Gespräch da, was natürlich klar, das geht online, aber ihm zu sagen, das finde ich verlogen von dir, das ist eine harte Ansage. Und er sagt im Prinzip ja, dass Jan Böhmermann sich wohl ein bisschen geändert hat. Früher fand er Sachen lustig, zum Beispiel Louis C.K. oder Ricky Gervais. Und jetzt unterstellt Olli Schulz ihm, dass er das ja so nicht mehr sagen könnte. Wir hören mal zu, was jetzt die Antwort von Jan darauf ist.
Find's einfach, wenn ich jemanden im Madison Square Garden vor Leuten Witze machen sehe und weiß, dass der quasi 3 Jahre zuvor sich vor irgendwelchen Leuten ungefragt einen runtergeholt hat im Backstage-Bereich. Und das willst du dem jetzt immer vorhalten? Nee, ich will das nicht immer vorhalten, aber ich finde es einfach... Und die ganzen Sachen, die er gemacht hat, kannst du nicht akzeptieren? Ich finde auch, wenn irgendwie der Frontmann von Pantera einen Hitlergruß auf der Bühne macht und das Video nicht löschen lässt und sich davon nicht distanziert, schwingt das immer mit und ich kann nicht, obwohl ich das so wahnsinnig gerne machen würde. Lass mich doch mal ausreden, wenn du eine Frage... Okay, also hier auch relativ schnell erstmal so wieder umgeschwenkt. Also es ging ja erstmal um Louis C.K., dann ging es jetzt den Frontmann von der Band Pantera oder irgendwie sowas, der wohl auf der Bühne einen Hitlergruß gemacht hat. Das sind natürlich jetzt erstmal zwei unterschiedliche Dinge, aber was Jan hier irgendwo sagen möchte, ist wohl, wenn Leute halt scheiße sind, dann kann er die Kunst vom Künstler irgendwann nicht mehr trennen. Das ist grundsätzlich eine Debatte, die kann man führen. Manche sagen auch, sie können Michael Jackson nicht mehr hören, manche sagen, sie können R. Kelly nicht mehr hören. Ich bin immer der Meinung, wenn man das nicht trennen kann, dann tu das nicht. Also dann trenne es nicht und dann sag, der Künstler ist für dich jetzt irgendwie, der macht für dich keinen Spaß mehr. Mir ist immer nur ganz wichtig, wenn andere Leute sagen, ich kann das trennen und ich kann das Werk irgendwie trotzdem gut finden, mach ihnen keinen moralischen Vorwurf daraus. Das finde ich ein bisschen problematisch. Ich glaube, jetzt ist kurz die Frage, wollen wir mal ChatGPT mit reinnehmen? Als Recherche. Vielleicht fragen sich ja manche, was ist jetzt eigentlich mit Louis C.K. eigentlich gewesen? Und dann können wir einfach mal schreiben, hey, was war eigentlich der Skandal mit Louis C.K.? Mal gucken, ob er das beantworten kann. Dum, dum. Louis C.K. war ein US-amerikanischer Comedian, ist er nicht mehr, der in den 2010ern einen Skandal aufgrund sexueller Belästigung erlebte. Mehrere Frauen beschuldigten ihn öffentlich, sie ohne ihre Zustimmung zu belästigen oder zu missbrauchen. Louis C.K. gab die Vorwürfe zu und entschuldigte sich für sein Verhalten. Folgedessen wurde er von vielen Plattformveranstaltungen verbannt und seine Karriere litt unter den Vorwürfen. Okay. Ja, auch hier wieder, ne? Wir befragen hier einen Chatbot. Das gehört hier zum Bauchgefühl-Konzept dazu. Wir sehen hier keine Quellen, wir wissen nichts. Vielleicht hat das Scheißding sich das gerade auch ausgedacht, aber gut, darum geht's wohl irgendwie. Kann man sich jetzt auch die Frage stellen, also er hat sich wohl dafür entschuldigt, hat dazu Stellung bezogen. Für Jan ist es jetzt eben so. Einmal Backstage an sich rumgefummelt, ungefragt vor anderen Frauen, dann ist man verbrannt. Ich möchte das gar nicht weiter kommentieren oder bewerten. Wir hören mal weiter. Und wenn ich dann gerne auf ein Pantera-Konzert gehen möchte und dann immer daran denken muss, ist für mich der Konzertspaß und auch der Auftritt im Madison Square Garden nur halb so geil, wie er wäre, wenn ich das nicht wüsste. Und wenn ich das weiß, kann ich das nicht wieder, wohin soll ich das tun? Ins Große vergessen? Auch hier wieder, ne, den Punkt, den gebe ich ihm, zu sagen, ich kann das nicht trennen. Ey, alles cool, aber darum geht es ehrlich gesagt nicht. Es geht eben jetzt darum, macht man es anderen zum Vorwurf, wenn sie weiterhin Louis C.K. lustig finden, wenn sie weiterhin Harry Potter lesen, ja? Ist das ein legitimer Vorwurf, ja oder nein? Dass Louis C.K. einfach ein Wichser ist, der sich hinter den Kulissen vor weiblichen Kollegen einen runterholt. Ich finde das einfach scheiße und er hat sich davon nicht glaubwürdig distanziert. Fertig. So. Und ich glaube, du laberst dem Volk nach dem Maul gerade mit dieser Art, mit dieser Auslegung, die du ganz lange jetzt schon irgendwie hast, dass du ganz schön mal das Thema ansprichst und das und gar nicht mehr deine ehrliche Meinung sagst. Das ist meine ehrliche Meinung. Mich fickt auch echt an, wenn Dieter Bohlen mit Grund von RDL weggezogen wird. Ja, das ist ja was anderes. Ja, was ist denn der Unterschied? Du fändest halt nicht geil. Das meinte ich, wo du gerade das gesagt hattest, zum Beispiel mit dieser, es gibt die Vogue, die Cancel Culture nicht, ne? Du bist aber auch jemand, der jetzt Leute auf eine Sache reduziert und damit dafür sorgt, dass keine andere Möglichkeit mehr entsteht, dass man was machen kann. Du kannst das jetzt ewig jemandem vorwerfen und ihnen aber auch nicht die Möglichkeit geben, dich zu entwickeln. Du hast auch viel Scheiße gemacht, viele unangenehme Sachen, wo du auch Leute verletzt hast, ohne dich zu entschuldigen oder wo du zu weit gegangen bist. Und ich finde das sehr unangenehm, so selbstgerecht immer nur auf eine Sache rumzuhacken. Ich habe solche unangenehmen Sachen in meinem Leben auch schon gemacht, wo du, wenn du die in der Öffentlichkeit erzählen würdest, auch irgendwie dich rechtfertigen müssen. Wir alle haben unsere Fehler. Wir alle, lass mich jetzt kurz ausreden, wir alle, und ich muss ganz ehrlich
ehrlich sagen, ich bin nicht auf die Welt gekommen, ich bin nicht so ein Fernsehtyp, der die ganze Zeit da irgendwie labern muss und eine Rolle darstellen muss. Deswegen halte ich mich davon fern. Ich will meine ehrliche Meinung und mein Herz zum Ausdruck bringen. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jemanden gut finde, finde ich ihn gut und kann ihn auch mal verzeihen. Und finde es trotzdem abartig, dass er das gemacht hat. Er hat viele dazu gemacht. Er war der einzige Künstler, der ein langes Statement gemacht hat und gesagt hat, ich tue jetzt erstmal eine Sache, ich halte jetzt erstmal meine Fresse und überlege, was ich da gemacht habe. Er hat einen dunklen Humor, einen perfekten Humor. Und ich finde das so eindimensional von dir, dass du so bei gewissen Sachen genau darauf haust, wie das gerade in dieser, dies ja nicht existierenden Vogue-Bubble gibt. Du bedienst das nämlich ganz viel und benutzt das und bist auch gar nicht mehr ehrlich, weil ich weiß, dass du Louis C.K. immer noch viel lachen würdest dabei. Ich würde auch lachen. Boah, ja, heftiger Monolog. Das ist mal wirklich in your face. Und ich muss gestehen, als ich das gehört habe, es hat mir eine gewisse Genugtuung gegeben. Jetzt nicht verwechseln mit Schadenfreude. Es geht dabei darum, ich habe ja diese Entwicklung von Jan Böhmermann auch in letzter Zeit oder schon innerhalb des letzten Jahres, würde ich sagen, auch miterlebt. Und irgendwie habe ich auch so gemerkt, okay, irgendwas ist komisch an seiner Sendung. Es geht immer nur noch darum, irgendwen fertig zu machen, moralisch zu urteilen, also eben im Prinzip genau das zu fördern, was es ja angeblich nicht gibt. Ja, also das ist diese Cancel Culture und so weiter, das gibt es angeblich nicht, aber im Prinzip befeuert er es damit. Und warum mich das so ein bisschen gefreut hat, es sind zwei Dinge. Erstens, also das zu hören, erstens, Olli Schulz halte ich für einen richtig stabilen Typen. Der hat für mich das Herz am rechten Fleck. Und wenn dem das auffällt, dann kann man nämlich nicht das machen, was viele ja machen, einfach zu sagen, ja, rechte AfD-Spinner. Weil, ich meine, ich kenne es ja selber, wenn man irgendwas in dieser Richtung mal kritisiert, dann ist es ganz schnell so, ja, du bedienst rechte Narrative. Möchte man Olli Schulz jetzt wirklich sagen, dass er rechte Narrative bedient? I don't know. Also ich kenne kaum einen Typen, der irgendwie menschlicher, linker, also links eingestellt ist als Olli Schulz gefühlt. Und wenn selbst dem das auffällt, dass da eine komische Entwicklung ist bei Jan Böhmermann, dann, also der ist nah dran an der Person, ja, dann müsste das vielleicht daran liegen, dass da wirklich was dran ist. Ja? Und der andere Grund, warum mir das sehr gut gefallen hat, erstmal finde ich es gut, dass sie es auch online stellen, der andere Grund ist, ich halte das für unglaublich effektiv, was da gerade passiert. Dass der Herr Böhmermann in dieser Sendung darauf nicht weiter eingeht, dass er die Kritik nicht zulässt. Ey, geschenkt, ja. Er wird gerade hart gefrontet von Olli Schulz. Dass man in dem Moment erstmal in die Defensive geht und das abstreitet und so weiter, kann ich verstehen. Würde ich auch überhaupt nicht von irgendjemandem erwarten, dass man sofort das annimmt, weil das ist ein Prozess, das muss man erstmal sacken lassen. Das Wichtige ist aber, es hat ihm sein Freund und langjähriger Partner gesagt. Und das ist tausendmal mehr wert als irgendeine Sendung, die ich über Jan Böhmermann mache, weil im Prinzip ist es ganz einfach, wenn ich ihn, auch wenn es inhaltlich völlig korrekt ist oder nachvollziehbar ist, wenn ich das mache, wer bin ich? Irgend so ein fremder, unbekannter YouTuber, der ihn da kritisiert. Das kann man immer schnell wegwischen mit, ja, irgendwelche Spinner, politisch ganz weit weg, das sind nur Gegner und so weiter. Aber wenn Olli Schulz das macht, dann habe ich das Gefühl, dann wird das wird sitzen. Das wird auch bei einem Jan Böhmermann, das wird richtig gesessen haben. Der wird wahrscheinlich danach schon ein paar Bauchschmerzen gehabt haben, weil du es eben nicht einfach so wegwischen kannst. Und dann passiert etwas, dann schläfst du mal eine Nacht drüber, ja? Dann lässt du das nochmal Revue passieren und dann sagst du dir, ey, warte mal, das ist jetzt nicht irgend so ein random Dude im Internet, das hat mir der Olli, mein Kumpel hat mir das gesagt. Sind da vielleicht wirklich Entwicklungen, die ich übersehe? Ja? Und das ist halt so effektiv. Deswegen ist es grundsätzlich einfach auch immer wichtig, miteinander zu reden, auch mit den Leuten, mit deren Meinung man eben nicht teilt. Aber eben auch so wichtig auch deswegen der gesunde soziale Rahmen, dass man sich nicht in seiner Bubble verkriecht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Im schlimmsten Fall würde jetzt das weiter auseinanderklaffen, diese Beziehung der beiden. Und Jan Böhmermann würde irgendwann sagen, ja, der Olli, der ist jetzt abgedreht und wir müssen unsere Wege trennen sich. Das wäre der Worst Case. Im besten Fall
erinnern sich aber beide dran, dass sie sich ja eigentlich mögen, ja, und auch gegenseitig eben als Korrektiv dienen. Dass man irgendwie sagt, einem guten Freund oder ja, Leute, mit denen man zu tun hat, dass man denen sagt, ey, ich habe ein bisschen das Gefühl, du driftest da gerade in eine komische Richtung. Und das ist eben so viel mehr wert, wenn das jemand sagt, der dir nahe steht, als irgendeine random Person im Internet. Deswegen erst, also super geil, dass sie es online gelassen haben und von Olli Schulz mega Respekt, ihm das mal so zu geigen. Also das war ja schon fast unangenehm beim Zuhören. Klar, man könnte jetzt auch einfach eine Schadenfreude entwickeln und sagen, ja, voll geil, dass er dem mal richtig eine verpasst hat. Wird genug geben, die das so sehen. Ich würde das Positive darin gerne hervorheben und sagen, ey, das kann bei einem Jan Böhmermann zu einer Veränderung führen. Also nochmal sich in, ja, zu hinterfragen, ist eigentlich dieses moralische Daumen hoch, Daumen runter Spiel, was wir da gerade aktuell immer mehr betreiben, was es ja angeblich nicht gibt, ist das eigentlich cool? So, wollen wir so miteinander umgehen? Ich frage mich immer auch bei so diesen ganzen Geschichten, wo dann gesagt wird, ja, der Louis C.K., der hat jetzt, da ist jetzt was rausgekommen, der Scheiße, der ist jetzt für immer verbrannt. Da frage ich mich immer, wie führen solche Leute, die so leben, eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen? Das möchte ich gerne mal wissen, weil, also in meiner Welt, da machen Menschen Fehler, ja? Und da machen Menschen, die ich mag, die mal sagen auch mal was Blödes, die sind auch mal fies oder so. Das kann viele Gründe haben, aber ich schreibe die ja dann nicht komplett ab. Also die sind ja dann nicht sofort für mich gestorben. Also wenn ich so vorgehen würde, dann hätte ich erstens irgendwann kaum mehr Freunde, dann wäre ich ziemlich einsam. Und das Einzige, wie man das umgehen könnte, wäre ja, indem alle super vorsichtig sind, keiner mehr irgendwas sagt, wir uns an ein ganz, ganz striktes Muster an Verhaltensregeln und so halten. Und ganz ehrlich, in so einer Welt will ich nicht leben. So, wir gucken mal ganz kurz oder hören mal lieber nochmal rein, was noch gesagt wird. Aber nur darum, ja, gerade dein Arsch zu retten, ja, nee, und nicht einer Arsch, von diesen Typen Monolog zu auf, sein. Alter, lass doch, das wird nicht, ja, ich find's das aber wird nicht richtiger ungeil. Und wird nicht mehrdimensionaler, wenn du anfängst rumzumonologisieren, nee, und zu sagen, lass mich mal jetzt ausreden und lass mich jetzt... Okay, also man merkt, das hat natürlich beide emotional aufgewühlt, kann ich verstehen. Wir hören mal nochmal rein, ich glaube, viel kam dann nicht mehr. Selber nicht ausreden. Das ist nicht eindimensional, doch, eine Vielschichtigkeit von einem Künstler anzuerkennen und sich, wenn du neue Informationen hast, dazu ein neues Bild zu bieten. Ganz im Gegenteil, ich finde es eindimensional zu sagen, ja, jetzt ist das passiert, ich lasse es aber raus, weil ich finde die Witze so geil und ich musste mir einen abgackern und lass mich doch für einen Abend vergessen, dass der Typ wahrscheinlich einfach ein Wichser ist und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mir... Ja, Mann, ey. Ey, ganz kurz, ne? Also Louis C.K., ich weiß ja nicht, was da passiert ist, aber so wie es klingt, sich ungefragt vor irgendjemand einen runterholen, ey, mega scheiße, brauchen wir nicht drüber reden, aber also, was willst du jetzt machen? Willst du ihn jetzt ein Leben lang, soll er jetzt, ich weiß es nicht. Was erwartet man? Also mehr als ich habe Scheiße gebaut und sich entschuldigen. Ernsthaft natürlich. Aber auch das, mir gibt das am Ende auch nichts, wenn sich irgendein Louis C.K. für irgendwas entschuldigt, wo ich nicht dabei war, das weiß ich nicht. Das muss er mit den Frauen irgendwie regeln, vor denen er das gemacht hat. Also ich finde das auch so super strange, so aus der Ferne heraus da jetzt so ein Urteil zu fällen. Auch angucken, aber ich finde dann irgendwie, das ist dann unangemessen, finde ich das, ey, ich würde es nicht abgucken. Mal sagen, und ey, Ricky Gervais, als ich den Beispiel gesehen habe, waren alle deine Kollegen da und alle möglichen Leuten. Ja, und ich habe ihn oft gesehen. Ja, ich weiß, du warst nicht da, damit du dir jetzt auf die Schulter klopfen kannst. Nee. Aber du weißt doch ganz genau, was ich sagen weiß, was will. Du meinst, ich und du schauspielst jetzt gerade hier vor mir. Nein, das ist nicht, und ich sagte ganz ehrlich, nicht und das ist völlig. Ja, also ob er wirklich dann Schauspieler hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist eine normale Reaktion, wenn du so hart angegangen wirst von einem guten Kumpel von dir on air, dann ist das Erste, was du machst, natürlich in die Defensive gehen. Ich hoffe, auch solche Sachen haben eine positive Wirkung. Vor allem finde ich super interessant, dass sowas passiert, weil das jetzt auch wieder in einem Medium passiert ist, ja, fest und flauschig, ein Podcast, den wir wahrscheinlich jetzt mal so gar nicht in die rechtskonservative Ecke stellen würden. Und wenn selbst dort diese Problematiken, ja, mit Cancel Culture,
völlig übertriebener Wokeness, also ne, nicht falsch verstehen, woke sein ist etwas Gutes, aber diese völlig übertriebene Wokeness und diese moralische Verurteilung, wenn diese Problematiken jetzt auch schon in so einem Format stattfinden, dann würde ich sagen, liebe Leute, dann haben wir schon ein kleines Problem. Ich möchte es nicht überdramatisieren, ist nicht mein Ding, aber das sind Dinge, über die man sprechen muss und sprechen müssen darf. Dürfen sollte, ohne dass irgendwie alle sofort Schnappatmung bekommen. So, ist wahrscheinlich schon wieder übelst lang geworden. Ich kann mich einfach nicht kurz halten. Ich habe noch eine Info für euch. Ich habe nämlich einen kleinen Buddy, der gibt euch mal eine kleine Info. Falls dir dieses Video gefällt, dann lasst auch jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Ja, den habe ich mit ganz viel Aufwand da reingebastelt. Ich hoffe, es war interessant. Ansonsten, ich hau noch einen raus, komm. Wenn du keines meiner Bauchgefühl-Videos verpassen möchtest, dann gerne jetzt abonnieren klicken. Ja gut, alle die guten Dinge sind drei. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe noch einen und dann versprochen seid ihr auch für heute entlassen. Endlich sagt's mal einer! Wenn du auch dieser Meinung bist, dann teile dieses Video doch sehr gerne in deiner WhatsApp-Family-Gruppe. Tipp tut's nicht. So, das war mein erstes Cine macht Auge-Video. Keine Ahnung, wie viel Scheiß ich gelabert habe. Gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Falls ihr Videos habt, auf die ich reacten soll, Kontakt findet ihr im Kanal, in der Beschreibung irgendwo. Da findet ihr schon. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.